Ja. Extra für die Leute zu Hause. Ne? So muss es halt auch mal sein. Letzter Tag. Es geht hier um das Weiterkommen bzw. Ausscheiden. Da dachte ich mir, komm, dann machst du dich auch nochmal hübsch. Für alle da draußen. Also, Ninjas in Pyjamas gegen Vitality. Unsere Partie. Und DE Cash. Sicherlich auch keine schlechte Map für die Ninjas in Pyjamas. Ja, vollkommen richtig. Bin übrigens noch Single. Also, falls da draußen, ne? Excuser, nicht mehr, sorry. Also dann auch alle, die sich an Excuser wenden wollten. Können jetzt sich direkt bei Knochen melden. So ist das. Sieht auch genau gleich aus, genau gleich angezogen. So, also. Die Ninjas in Pyjamas. Starke Deckung in der Mitte. Und da wollen sie sogar tatsächlich nochmal reinschauen und gucken, was dort geht. Ja, Boost jetzt ausgespielt, zwei Spieler hoch, gehen aber noch nicht weiter vor. Währenddessen Richtung Squeaky und auch in der Main ist man schon aktiv. NBK geht da erstmal alleine vor. Sucht da ein Duell Richtung K, sofort eingefangen und noch zwei AP. Na, Glück, dass er da überlebt hat. Und Get Right verliert das Duell in der Mitte, allerdings sofort Lekro nachgeschoben und Z wird ebenfalls dazukommen. Lekro, der hat richtig viel Damage gemacht. Apex auch low, 17 AP. So, und jetzt in der Mitte. Lekro hat jetzt nicht mehr gesehen, dass da einen Schach drin. Er hat es aber noch gehört. Schachspieler fällt aber ohnehin. Und damit jetzt 3 gegen 4 Afterplan-Situationen. Hallöchen. Und Alex. Berührt. Alex, ja. Letzten Tage auch immer wieder gut unterwegs gewesen. Und die Franzosen generell in den Pistols immer gefährlich. Und jetzt ist noch Saibu gegen 2. Sie haben noch Doppelflash. 3 Flashes sogar, Saibu, und dann holen sie ihn. Saibu blind, kann nichts machen. Deathkit bei Forest und damit der Defuse für NiP. 1-0 steht für die Schweden. Jawohl, sie haben es geschafft, hier die Pistol Round für sich einzunehmen. Ein bisschen glücklich, dass sie da den Schachspieler noch bekommen haben. Wenn der doch mal durchgegangen wäre, vielleicht nochmal eine gute Backstep-Möglichkeit. Absolut. Aber so ist es. Die Runde für sie und sie können direkt ordentlich reinkaufen. Wir haben hier bei Forest direkt mal eine M4, also da schon mal eine erste Rifle. Und auf der anderen Seite forst man durch den Bombenplant auch rein. Da wird es Galils geben. Und zweimal Deagle und sogar eine AK bei Alex. Und auf der anderen Seite Lekro auch an der Scout aktiv. Also 2 Buys hier mit dem Force von Vitality. Ja, und equipmentmäßig gar nicht so schlecht halt, ne? Mit Molly, Smoke, Flash. Also das sieht auf jeden Fall nach was Abgesprochenem aus. Ein Go, den man so auf jeden Fall mehrfach schon einstudiert hat. Und das könnte vom Ziel her wieder am Ende A werden. Und an der Stelle muss ich auch sagen, ich bin mit meiner Pick'em durch, dank dem Win von Enz. Von daher ist mir jetzt alles egal, wie die Partie hier ausgeht. Ja, wenigstens unparteiisch jetzt, ne? Absolut. Das ist ja auch schon mal was. Ja, also ich hoffe, es geht vielen anderen zu Hause genauso. Und wer auch immer jetzt hier noch einen wichtigen Pick'em braucht, dass er in Erfüllung geht. Na, vielleicht mal kurz in den Chat rein. Wer muss für euch gewinnen, für eure Pick'em, NIP oder Vitality? Haut das mal kurz in den Chat. Wie da so die Stimmungslage ist. Mitte wird auf jeden Fall langsam versucht einzunehmen. Und jetzt aber schon das Duell gegen Z verloren. Whitebox hätte auch noch gestanden. Dennis gewinnt auch sein Duell. Oh, schöner Schaden. Und Saibu hat richtig viel Schaden auch noch an Forest gemacht in der Mitte. Die Bombe auch noch vorne gedroppt. Jetzt kann sie aber gepickt werden. Apex gegen Dennis. Und damit bekommt man so erstmal die Side. Und das Duell gegen Karf. Naja, war knapp, aber sie haben es verloren. Und damit APK nur mit der P250 bewaffnet im 1-on-3. Aber der klickt nochmal 2 weg. Forest auch nur noch 11 AP. So schnell dreht sich hier das Blatt. 10 Sekunden an die Bombe. Kommt er da nochmal gut ran. Kann nochmal Def legen. Ja, und Forest kommt über Main hinten nach. APK smoked dann nochmal gut ab. Jetzt Fokus auf Main und APK macht es. Boah, richtig, richtig starker 1-on-3-Clutch. Mit der P250 in der Hand und sonst gar nichts. Also das gucken wir uns doch gerne auch nochmal an. Boah, die Runde war eigentlich schon echt weg. Und da siehst du halt auch, wie wichtig dieser Schaden von Saibu in der Mitte war. Hier sehen wir nochmal RPK. Und Batz, der hat sofort gesessen. Ja, und dann perfekt die Smoke gespielt. Das heißt, eigentlich von der Position her, dass er wirklich erstmal nur Main schauen muss
Danach weiter Stapler, danach weiter Cat. Und Main war er direkt von da. Perfekt. Ja, und Saibo halt mit dem Damage in der Mitte, der Forrest da einiges an HP gekostet hat. Mit mehr HP wäre es die Runde für ihn gewesen, denn auch er hat ja relativ viel Schaden an RPK gemacht. Relativ viel Schaden, deswegen, ne? So sieht's aus. Und jetzt geht's rauf auf B. Res onside mit dem ersten Frag. Forrest geht da auch nochmal hinterher. Auch diese Runde sieht nicht so schlecht aus für Nip. Da kommt richtig viel Damage. Und auf einmal ist es nur noch RPK. Ey, kommen die jetzt hier flawless durch mit ihrem Force Buy? Nein. PK, jetzt macht er aus dem 1 gegen 3 nochmal 1 gegen 5. Nein, passiert nicht. Dennis vollendet das. Was eine kranke Runde. Auch hier wieder. Ja, also Force Buy zahlt sich bis jetzt auf jeden Fall in diesem Spiel aus. Einmal für Vitality und jetzt einmal für Nip. Ja, und das ist so eine schnelle Runde gewesen, dass im Chat noch geschrieben wird, hier, die französischen Panzer rollen wieder. Wieder? Ja, oder irgendwas stand da gerade. Komm, da gucke ich halt nochmal nach. Der französische Panzer schlägt wieder zu. Das wurde geschrieben. Ja, und dann ist sofort die Runde wieder auf dem Konto von Nip. Ja, und Vitality sagt sich, wenn Forcebys funktionieren, dann machen wir das einfach so weiter hin und her. Ich bin mir auch nicht mehr sicher. Ich wollte es gestern eigentlich schon mal sagen. Es war irgendein Spiel auf Inferno, da wurde wirklich bis zur 8 Runde nur geforced gegenseitig. Weil es die ganze Zeit so hin und her ging und die Economy halt immer sehr niedrig war. Und am Ende stand es dann irgendwie 4-3 oder 5-4 sogar oder sowas. Ja, das kann sich lange so hin und her ziehen. Und auch diese Runde mit dem Force Buy von Vitality sieht ja wieder so aus, als würde sich dieser Force Buy erneut bezahlt machen. Auch wenn zwei Vitality-Spieler hier schon low sind, wird für Nip wirklich schwer, das einzunehmen. Sie können CT nicht mehr nachsmoken. Das heißt, gleich wird der Retake-Versuch starten. Get Right und Legro bekommen hier die Frags. Get Right nochmal mit viel Schaden. Könnten da gleich nochmal versuchen, an den Fuse zu gehen. NBK, auch nochmal einen. NBK, den nächsten. Sie sind gleich dran an den Fuse. Get Right setzt ab. Holt den Frag und der sollte doch durchgehen. Geht durch, aber super knapp. Das hätte nicht viel später passieren dürfen. Da, wenn NBK da einfach nochmal ganz kurz wegbleibt oder nur schießt. Ja. Dann reicht es nicht aber mehr. Gut, er weiß halt auch nicht, wie weit er schon im Diffuse ist. Boah, sau knapp. Aber beendet vielleicht erstmal das Hin- und Her-Geforce, wobei ich mir da auch nicht ganz sicher bin. Also Nip hat auch nur eine Waffe durchgebracht. Von da wieder rein dort. Bombe gelegt, von da rein. Kaufen. Ali. Aber scheinbar haben sie genug davon, gehen nur auf Pistol, teilweise Kevlar und Merde. Und ein paar Granaten. Ja, also so gekauft, dass man um die 2000 rum hat, dass man nächste Runde vernünftig kaufen kann. Und Gruß an den Vitas, der mit seiner und seine nicht mehr vorhandene Patellasehne das Spiel verfolgen. Zumindest auf einer Seite des Beins. Liebe Grüße gehen raus an meinen Danger-Zone-Bruder. Sie kommen jetzt hier nochmal drauf und machen da wieder guten Schaden mit den Pistols. Plant wird wohl nicht mehr möglich sein. APK verbrennt aber nochmal Get Right. Und jetzt ist es wieder nur noch Alex und der hat eigentlich zu wenig HP, so ist es. Na, wäre interessant gewesen, er hatte die AWP gepickt, wenn er nochmal ins Y gekommen wäre. Ja. Aber ja, wäre auch eine unglaublich schwierige Aufgabe geworden. Schmeißen sie halt irgendwas hin. Ja, 4-1 für Nip. Jetzt können sie wieder kaufen. Vitality ja, wie angesprochen, nicht geforced, sondern nur die Pistols geupgradet. Und dafür haben sie ja zumindest guten Schaden gemacht. Haben sie sicherlich auch noch den Plant erhofft. Der ist es nicht geworden. Aber dafür geht es natürlich jetzt mit voller Inbrunst rein mit 5 AKs. Ja, wollen sie da mal vorpushen Richtung Main? Flash kommt, Molly hinterher. Dennis ist da schon ein bisschen Schaden gefressen. Geht jetzt mit der Support-Flash rein. Apex aber Anti-Flash hinter der Box. Bekommt den Frag. APK parallel gegen Rest den Frag vor B gezogen. Und damit direkt mal 5 gegen 3 aus der Sicht der Franzosen. Und Nip schießt sich hier komplett auf den A-Spot ein. Alle drei Spieler jetzt hier ran über Yellow Forest und onside die beiden Mates von ihm.
Schild von Forest. Wenn die Apex machen und jetzt die Rotation bei Vitality da. Komplett rüber auf den B-Spot und damit die Ninjas auf dem falschen Fuß erwischt. Die Frage ist, gehen sie nochmal in den Retake oder saven sie ihre drei Waffen? Sie haben auf jeden Fall die Arbe bei Lekro. Viel Geld nicht vorhanden. Wenn sie die drei Waffen durchbringen, werden sie auf jeden Fall auch nochmal wieder in den Force gehen können. Nein, Retake hatte ja schon mal funktioniert, sehr, sehr knapp von Get Right. Aber jetzt werden sie es dann auch lassen. Genau, richtige Entscheidung. Obwohl natürlich auch jede Waffe, die Vitality jetzt verliert, böse wehtun würde. Aber es tut dir böser weh, wenn du deine drei Waffen verlierst und nicht nochmal so eine Halb-Equip oder zumindest irgendwie so eine Force-Bay-Round gehen kannst. Ah, vielleicht also, noch ein paar Exit-Tracks, ein paar sichere. Nee, auch das nicht. Auch das nicht? Nee, einfach nein. Komplett weg. Also du brauchst diese drei Waffen. Wenn du nur zwei Waffen durchbringst, musst du eigentlich eine Spar machen. Und dann hast du halt diese zwei Waffen. Du kannst halt in der nächsten Runde mit diesen zwei Waffen versuchen, natürlich nochmal Schaden zu machen, auch wieder Waffen rauszunehmen und sowas. Aber die Chance ist einfach gering. Das heißt, du brauchst diese drei Waffen, von daher gar nicht zeigen, scheiß drauf. Du weißt, Vitality bringt jetzt halt vier Waffen durch, aber die haben auch nicht viel Geld. Und in der nächsten Runde kannst du sie halt wieder runterziehen. Ja, ob da noch irgendwelche Hunts aus der einen oder anderen Seite passiert sind, das werden wir vielleicht gleich erfahren, denn wir haben schon eine ganze Weile Standbild. Ja. Aber ich kann dir sagen, sie haben die drei Waffen durchgebracht. Wunderbar, damit eine AK, nimmt immer eine noch M4 gut. Und eine AWP. UMP wird nachgekauft. Und für Res ist es die Diegel. Sind wir wieder back oder sind wir bei dem 1-on-3 von RPK? Nein, das sehen wir jetzt. 4-2 das Ergebnis. Wir sind wieder live. Der Stream läuft wieder und auch die Runde nur beginnt. Ton brauchen wir noch. Ja, und der Ton, der kommt bestimmt auch gleich wieder dazu. Da ist er. Okay. So. Admin, hallo. Immer noch ein Klassiker mit Shit. So, A-Side sehr offen, Nip spielt das nur auf Retake, ein Defensiv am K, Lekro bekommt die Eröffnung da in der Mitte, kann sich damit jetzt auch wieder Richtung A fokussieren, was Nip natürlich jetzt helfen wird, wenn hier Alex aus dem Squeaky kommt und Apex aus dem Main. Squad schon mal ausgeschlossen, hier wird aber auch der Weg aus dem Main erstmal versperrt, Lekro hält weiter die Position. Ja, das ist perfekt, weil die werden sie nicht mehr unbedingt checken. Lekro, ja. Der kommt da durch zu seinem Frag. Macht noch einen zweiten oben drauf. Kriegt er noch einen. Jetzt holt er Coolzeit raus. Oh, das hat er so gut runtergespielt. Forrest überlebt auch noch mit seinen 3 AP. Das war richtig stark von Lekro. Ja, und nun Timeout gezogen von Vitality. Ja, klasse Runde von Lekro hier erst. Der First Shot, MBK lässt da ein bisschen das Köpfchen rausblitzen. Du hast es ja gesagt, der Molly lag da. Das heißt, sie werden sich unbedingt checken. Lekro bekommt nochmal zwei, hält sich dann aber auch lang genug defensiv, sodass Forrest hier im Zusammenspiel noch den nächsten Frag machen kann. Ja, und wie schön ist es bitte wieder, Get Right sich so freuen zu sehen. Ja. Und wie wird er sich erst freuen, wenn es heißt, nächste Stage? Das würde ich sehr, sehr gerne mit angucken. Ja. Aber auch für Saivu, wenn der da direkt erstmal in seinem ersten Major ganz nach oben geht. Ich denke, da werden wir auch das ein oder andere leichte Lächeln erblicken können. Ja, wobei Saibu so ein Pokerface hat, ne? Aber meinst du, der kann sich dann noch beherrschen? Ja. Ja. Ich glaube, der ist so in so einem Tunnel drin, dass er das gar nicht realisiert und groß mitbekommt, sondern... Meinst du, erst einen Tag später wird es dann wirklich klar, was er da... Ich glaube erst, wenn er wieder in Frankreich ist. Wirklich. Also Lekro hat richtig Bock hier. Aber der A-Spot jetzt in den Händen der Franzosen. Der hat dann auch immer wieder Freiheiten, ne? Also steht er eigentlich so offen auf dem Feld und dann muss er eigentlich fallen. Aber kommt dann halt trotzdem noch zu Kommt halt wieder weg. Ja. So, jetzt kommt einer über Main.
Das hat Alex so mehr oder weniger auf dem Schirm. Ah, und jetzt muss er überall Fokus haben. Car, Highway, Main, Tür, von oben. Einer vielleicht von unten, der sich durch den Boden bohrt. Kann Alex nichts machen. Nächste Runde für NIP, damit die sechste. Ja, und dieser gezogene Timeout, doch nicht erfolgreich an dieser Stelle. Und jetzt eigentlich wieder kein Geld und dann müssten sie eigentlich auch wieder eine Spar machen. Auch keine irgendwie Force-Buy oder sonst irgendwas. Sie müssen jetzt mal gucken, dass sie ein bisschen Tempo mal auf dem B bekommen. Bisschen mehr Mittekontrolle. Daraus was spielen Richtung B-Split, irgendwie sowas. Und vielleicht eine AWP da ins Rennen schicken. Ja, wirklich mittlerweile sehr festgefahren da an der Main. Immer wieder der Versuch, ja, auf den A-Spot. Und sie kriegen den Spot ja auch, verzweifelt. Aber nur weil Nip ihn ja auch den Spot lässt. Genau. Und die Retakes sind dann halt einfach zu stark. Sie verlieren viel zu viele Spieler, bis sie überhaupt auf dem Spot drauf, ja, und sind. Ich hoffe, das merken sie und verbeißen sich nicht da irgendwie auf den A, weil sie dann irgendwie das Gefühl haben, aber wir kommen ja gut drauf, wir brauchen es ja, nur im Retake halten. Probieren sie es halt in der Eco, wo der B-Spot halt wirklich mal eine gute Option wäre mit Tempo. Wieder am A-Spot. Und mal gucken, ob sie uns hier ein bisschen Lügen strafen, weil draufkommen werden sie höchstwahrscheinlich wieder, so wie NIP halt nun mal die A-Deckung aufgestellt hat. Und sie werden auch einen Plant kriegen, was ja auch nicht verkehrt ist für die Runde. Ja, von dem her nehme ich es vielleicht ein bisschen zurück, weil wenn du in der Runde halt echt nur den Plant haben willst, du setzt ein paar Smokes dafür ein, okay. Forrest drückt hier aber gut durch, Forrest Nummer 4 und dann ist es nur noch Alex und den nimmt Rez noch raus. Ja, Körbchenrunde für NIP. Ganz flockig. Ja, aber auch Vitality zumindest. Die Bombe auf den Boden gelegt. Ja, aber ich möchte trotzdem so weit gehen und sagen, der Plant ist hier an dieser Stelle sogar wirklich komplett egal. Denn vernünftig kaufen kannst du nächste Runde so oder so. Also, das Einzige, was du brauchst, ist die Runden danach. So, und von daher ist das alles bewusst gewesen. Ob sie da jetzt zum Plant kommen, lieber spiele ich den B an und habe eine Information, wie die den B spielen, damit ich dann jetzt mal endlich so eine B-Runde spielen kann. Ja, und guck dir das an jetzt. Scheint sich ja wirklich zu distanzieren. Guck dir das jetzt an. Das ist perfektes Anti von Nip. Das ist perfekt angesagt. Ah, guck dir Get Right an. Gehen sogar Mitte rein. Oh, wenn der gleich genau um den Red sieht und die Bombe sieht. Ja, weil die genau wissen, was Vitality jetzt spielen muss. Perfekt. Chapeau. Super. Nicht anders hätte ich es jetzt auch angesagt. Weil es jetzt klar ist, dass sie jetzt ein Bego irgendwas spielen müssen. Und deswegen hätte ich diese Eco lieber genutzt, um zu gucken, wie diese B-Deckung aussieht. Ist es fies von Get Right. Gewinnt aber nicht sein Duell. Also das hätte gerade in einem späteren Rundenverlauf noch eine unglaublich wichtige Posi werden können. Die Nate macht zumindest ein bisschen Schaden. Und jetzt probieren sie es eben Richtung B. Der Rest zieht jetzt auch hinterher. Aber Nip hat da auch noch ein bisschen Utility zum Gegenwerfen. Allein noch zwei Molotovs da vorhanden. Und die Teufelstats bei Dennis. So, Rez kann er noch hier ein bisschen was machen. Auf den Spot kommen sie ja auch wieder rauf. Und diesmal muss Nip einen Retake für den B zeigen. Und der läuft schon deutlich problematischer. Ja, und eine von den zwei Runden wurde auf jeden Fall auf den B geholt. Jetzt die zweite, so wie es aussieht. Na, sie wollen es mal probieren. Forrest will man über den Schacht noch dazu schicken. Zeit läuft ihnen natürlich weg. Aber jede Waffe, die Vitality verliert, tut weh. Nip hat viel Geld. Jetzt entscheidet man sich aber auch, weil Dennis gefallen ist, dann wirklich den Safe hier zu spielen. Nicht noch auf weitere Frags zu gehen. Ja. AWP mitnehmen. AK bei Forrest mitnehmen. Und wenn man die nicht verliert, in Ordnung. Es ist erst die dritte T-Runde, die Vitality hier bekommt. Ja, einmal den B hier vernünftig angegangen und schon ist es mal eine Runde. Oh, und Apex da mit 57 Average Damage per Round. Aber guck's dir an, Saivo, Alex, MBK, noch nicht wirklich hier im Spiel drin. Und vor allem Saivo, die zwei, die er gemacht hat, war in der Mitte und der eine irgendwie auf dem A-Spot. Wird auch gefühlt von Spiel zu Spiel auf dem Major mal ein Stückchen blasser. Da treten immer andere ein bisschen mehr in Erscheinung.
Ja, und sie bräuchten halt mindestens drei, die funktionieren, ne? Also ein Saibu und dann halt noch am besten zwei von den alten. Ja. RPK jetzt in diesem Match wieder souverän stark. Ja, auch Apex, auf der gestern Match. Stark war. Ja. Heute jetzt noch nicht so viel los. Vielleicht bekommt er ja ein Duell gegen die Whitebox, gegen Getright. Vielleicht mal einen einfachen Frag, um hier ein bisschen besser in die Partie zu kommen. Aber Getright weiß natürlich genau, wie er sich da positionieren muss, um dem Boost-Spieler da nicht einen leichten Frag zu geben. Man nimmt die Mitte langsam ein, die bekommt man auch. Mitte-Kontrolle auf jeden Fall erstmal hier in der Hand. Ein Spieler im Toxic abgestellt, also auch ein bisschen Kontrolle Richtung B und eben den Squeaky-Spieler. Und dann kann man das Ganze noch sehr variabel auslegen, je nachdem, wo man jetzt hier die Eröffnung kriegt. Mhm. Boah, die Highway Smoke kommt jetzt gut vom Timing. Aber Get Right fällt. Damit müssen sie die ganze Zeit auf Squeaky aufpassen. Für Dennis gerade eine schwierige Aufgabe. Ja, vor allem faken sie es jetzt ganz gut noch mit B an. Nip hat noch keine wirkliche Ahnung, wo irgendwie was passiert jetzt gleich. Boah, aber beide Spieler halt auf den Spot gelassen und Forrest. Das ist sein Turnier hier definitiv. Und Rest noch unbekannt. Ah, nimmt er den Tick vom Molotov mit. Bitter. Hey, das war eine Millisekunde, wo der noch gelaufen ist. Und 5 Sekunden vor Ende kommt der Play. Oh, er kann nicht überlegen. Er muss das zu erklären. Wenn Dennis einfach nur hinter der Box stehen bleibt, ist das die Runde für Nip. Dann klickt er ihn weg, aber das bringt ihm gar nichts mehr. Oh, 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 oh. Hat Dennis das stark gespielt? Abgefahren. So, jetzt muss eigentlich Timeout kommen von Vitality, um diese Runde erstmal kurz runterzuschlucken. Kommt aber nicht. Ja, also die aber da haben sie auch zu wenig aus dieser Mitte-Kontrolle wieder gemacht. Du kannst doch nicht nur eine Smoke schmeißen und dann denken, das war's. Das war top gespielt von Dennis. Krass. Auch wenn der Shot danach wirklich auch krass war. Ja, war ein geiles Brett, aber nach Rundenende kannst du die schönsten Dinger noch fabrizieren. Das wird ja. Nip wenig stören. Hier war zumindest jetzt auf beiden Seiten ganz, ganz wenig Geld. Also jetzt könnte man Nip vielleicht nochmal resetten mit einer guten Runde. Um dann auch nochmal ein paar mehr T-Runden aufs Konto zu packen, denn die braucht man hier definitiv. So, jetzt probiert man es hier wieder mal ein bisschen über die Main bis jetzt. Nicht die erfolgreichsten Goals natürlich hier rüber. Ja, aber Nip steht halt nie wirklich onside zu der Zeit der Runde. Ja. Selten was am Squad und da können sie halt Ewigkeiten aber abzielen. Jetzt verstehe ich auch wieder nicht. Ne? Also sie haben eben so schön Mitte eingenommen. Warum spielen sie es nicht nochmal? Das hat so gut geklappt. Auch natürlich, weil Nip ihnen wieder den Raum gegeben hat. Aber trotzdem. Mitte also einnehmen und dann schön vor. A anspielen. Oh, 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 oh. Get Right, da ein bisschen Timing-Pech, aber das ist komplett egal. Also sie hätten ja sogar in der Mitte sogar das Doppel-Setup gehabt. Get Right stand Richtung White schon bereit, sie hatten den Z-Gang-Spieler. Ja. Also wunderschön abgeblockt wieder und dann ist es halt, ja, es war halt die Money-entscheidende Runde jetzt erstmal. Dafür Vitality jetzt schon wieder in der Eco drinne. Ja. Timeout ziehen sie scheinbar nicht. Wäre jetzt auch vor einer Eco, why, haben wir jetzt auch schon häufiger gesehen. Ja, aber also du hast zwei Varianten. Entweder nimmst du jetzt das Timeout oder nach der Eco, genau. Um dann nochmal zu besprechen. Oder du hast wirklich alles. Also deswegen, man kann diese Timeout dann immer aufspannen, wenn man weiß, wir machen jetzt eh eine Eco. Und dann kann man gucken, hat man in der Eco jetzt alles besprechen können, was man braucht? Wenn nicht, ziehst du das Timeout. Wenn soweit alles klar ist, was du ansprechen wolltest, manchmal geht sowas ja auch relativ schnell, dann machst du das halt einfach in der Eco und dann passt. Und dann kannst du damit quasi ein Timeout aufsparen. Also vielleicht gerade ein bisschen Action auf dem Teamspeak, während wir hier diese Eco begutachten. Sie gehen jetzt mit ein bisschen Druck nochmal aus der Main raus, aber da ist vorher schon zu viel passiert. RPK mit den letzten Aktionen. So schnell, bist du auf einmal wieder im Geld drinne, aus Sicht von Get Right und Co. bei den Ninjas in Pyjamas. Ja. Also zwei Flawless-Runden in Folge. Das Geld wird in der Halbzeit definitiv nicht mehr aufgebraucht.
So, Vitality, so langsam, da wird's wirklich knapp hier. Jetzt sollte eine T-Runde auf jeden Fall mal sitzen, auch keine begeisterten Gesichter da vor den Monitoren. So, früh Mitte, früh boosten, aber auch früh der Molotow. Die gehen trotzdem da weiter durch. Und jetzt die Main mit ordentlich Karacho. Lecro will das Duell suchen. Ne, keiner, der da eine Support-Flasche gezogen hat. Er will einfach nur den Winkel halten, um da den Überraschungsmoment auf seiner Seite zu haben. Und das ist der leichte Frag für ihn. Hat Backup, kommt weg. Squeaky hätte jetzt gefährlich werden können. Geht er aber nicht vor. Dennis bekommt ihn trotz der Flash noch gut rein. Und kann weiter da am Gabelstapler stehen bleiben. Weiter Schaden machen. Bombe rausgenommen. Forrest sorgt für den Rest. 11. Runde. Und wenig Geld für die letzte bei Vitality. Und jetzt ziehen sie ihren Timeout. Vor der letzten Runde der ersten Halbzeit. Da wird die Faust an die Wange gehalten. Begeisterung sieht definitiv anders aus. Auch absolut verständlich, wenn man sieht, wie gerade in den letzten Runden NIP hier wirklich ein Stück weit dominiert hat. So, 2 Timeouts sind es dann noch für Vitality, die sie noch über haben. So, was ich schon immer mal in einer Pause machen wollte, Deathray. Für alle Leute, die vielleicht gerade am Fernseher uns verfolgen oder über Boxen. Was kommt jetzt? Es kann nichts Gutes sein. Alexa, wie wird das Wetter in Berlin? Okay, Google, wie wird das Wetter in Berlin? Mal gucken, wer darauf reagiert. Bestimmt vielleicht irgendjemand. Vielleicht funktioniert es ja. Vielleicht kann Jitko auch antworten im Chat. Der läuft ja wahrscheinlich gerade ums Büro und genießt die Sonne. Ja. Und kann uns berichten, wie das Wetter ist. Uff, hör doch auf. Und schon immer mal probieren, ob das funktioniert oder nicht. Stimme wurde nicht erkannt. So, weiter geht's. Aber die Frage ist, Vitality eine rein französische Mannschaft? Nein, Alex sticht heraus. Ansonsten haben wir aber 4 Franzosen drinnen mit Apex, MBK, RPK und Saibu. Get Right in der Mitte. Auf jeden Fall haben sie die Mitte soweit erstmal. Aber man hat halt auch wenig Utility. Eines, na, 2 Smokes sind's. Könnte man Richtung Z natürlich nutzen. MBK da offensiv mit der Scout könnte jederzeit vom Chat natürlich Besuch bekommen. Aber da hat man sich zurückgezogen. So, und jetzt über den Schach 2 Spieler durch und man steht bereit für den B. Und es ist gerade Rez, der jetzt hier wirklich Zeit rausholen muss. Ganz alleine onside, wird mit dem Molly noch aus seiner Deckung rausgelockt. Rez immer noch am Leben, die Smokes liegen, er kriegt keinen Support. Und damit ein bisschen mit der 1-Mann-B-Deckung, die man aber auch irgendwie verstehen kann, wenn man bedenkt, wie Vitality die letzten Runden gespielt hat oder im Prinzip die ganze Halbzeit gespielt hat, kann man das verstehen. Nate sitzt gut und jetzt können sie halt ihre Utility einsetzen. Molotov hinterher. Boah, Erpika. Und Lecro mit einem weiteren. Und jetzt ist der Schlagabtausch doch noch für Vitality hier positiv geworden. Saibu! Junge, fliegen da die Schnitzel ins Gesicht. Aber mit ordentlich Panade. Das ist richtig. Also, dann muss es am Ende halt mal wieder so eine Runde sein. Aber trotzdem, starke Vorstellung von NIP hier in dieser ersten Halbzeit. Und hier sehen wir nochmal die besten Aktionen aus dieser. Ja, und alle bei NIP hier wirklich ordentlich unterwegs. Machen alle eine gute Figur und allen voran der Altmeister Forrest wieder on point. Kurze Werbung und dann geht's bei uns weiter.
Und willkommen zurück zur zweiten Halbzeit. DE Cash, NIP Gaming gegen Vitality beim 99 Major IEM Katowice 2019. Neben mir immer noch der liebe Knochen. Ja, danke. Ich dachte, da kommen noch ein paar mehr Adjektive. Nee, einfach nur mal der liebe Knochen. Na gut. Nächstes Mal kriegst du zwei Adjektive. Ja, danke. Musst du dir auch verdienen. Lieb hast du dir verdient? Gut. 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 Dann schauen wir in die zweite Pistol Round hier in dieser Begegnung. Nehmt es in Pyjamas nun auf der T-Seite und ja, sollten Sie diese Pistol holen, können Sie hier schon so eine kleine Vorentscheidung auf dieser ersten Map eigentlich erzielen. Oh, Christoph lässt sich $800 drin im Sparmodus. Der Christoph, ne? Seid ihr per Du? Ja. Oh, schöner Schlagabtausch hier, geht hin und her, Saivo immer noch im Y. Boah. Hat er, den hat er nicht gemacht. Den hat er nicht gemacht. Oh, und keine Miene verzogen. Kann er sich nicht verkneifen. Ey, Alter, wie was abgeklärt. Was waren das denn für Shots von ihm, ey? Oh, der dritte gleich, jetzt ey. Nachladen und dann... Zack. Zack. Der aber wie er die Main gegrüßt hat. Zack. Oh. Und zack. Boah. Alter Vater. Ey. Da hat er gehört, dass wir gesagt haben, er spielt nicht mehr so ganz mit, ey. Komm mal her hier. Zeig den. Muss die ganze Sau der Welt. Der Welt. Ey, was der drückt, Mann. Das ist einfach nur... Oh. Abgefahren. USP hat er studiert, also... Boah, das ist ein Clip wert. Lecker, 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 lecker. Ja, und damit NIP. Ja, zum Plan sind sie damit natürlich nicht gekommen. Da wurden sie vorab leicht gestoppt. Sie wurden komplett vom wegrasiert. Französischen Bollwerk. Wegrasiert gegen den Strich. Ohne Schaum. Mit einer Axt. So, und damit Full Echo, Get Right, Lecro mit einer Deagle. Kann sich Get Right nach seinem Spartrip natürlich gut leisten. So, man hat die Mitte erstmal eingenommen. Rechtzeitig weg und Alex wartet. Und natürlich mit seiner AUG. Ja, man geht auf die lange Distanz, absolut richtig bei Vitality. Gar kein Risiko. Wo bleibt im Z, bleibt da auch stehen, guckt nur ab und zu mal, ob Mitte was vorpusht. Das mit dem Schacht hat man natürlich auch mitbekommen. FPK steht da immer noch auf der Box, hat aber Apex da im CT. Der kann nicht weggesmoked werden, NIP ohne Equipment. Damit wird es hier sau, sau schwer, einen Plant zu bekommen. Ja, keine Probleme, Apex schießt es dann am Ende um. Ja, vier Waffen durchgebracht wieder. Auch das kein Problem. Und die AUG steht übrigens für Armee Universalgewehr. Aus Österreich. Aus Österreich, ja. Oh, Peter, der Coach hinter den Ninjas in Pyjamas. Schaut auch immer noch jung und frisch aus, aber auch schon ein Name, der lange in der CSGO-Szene vertreten ist. Aber E-Sport hält ja jung und frisch, das sieht man ja auch an Knochen. Da altert man einfach nicht. So, Close-Position von RPK. Flash sitzt da erstmal, aber Get Right jetzt vielleicht in einem Engel, der nicht erwartet wird. Gute Flash nochmal rein! Und somit der First Track erstmal für die Franzosen hier mit proaktivem Spiel Richtung B. Aber Nip findet eine Eröffnung am Marsboard. Alex alleine Richtung Red versucht hier nochmal ins Squad zu kommen, bekommt einen Frag gegen Rez. Ja, perfekt. Forrest ist aber auch einfach gut drauf. 20-7 aktuell. Plant wird auf jeden Fall durchgehen. Und was kann Forrest machen? One or two? Mich. Oh! Ja, ziehen zusammen rum. Schwer da den zweiten zu machen. Saivo ist halt einfach. Der hat halt immer noch mal eine Zusatzpanzerplatte an.
Aber Forrest, krass, dass er da dagegen geht. Und vor allem standen beide auch in Reihe. Also, wenn er hätte da den Spade können, durchkriegt, ja. dann hat er die Runde. Aber Saivo ist halt einfach. Wirklich. Der lenkt deine Kugeln um und haut sie dir selber wieder rein. Ja, so mal die Eröffnung. Forrest, der den A-Sport überhaupt erst möglich gemacht hat und dann auch weiter Schaden um Schaden austeilt. Und dann fehlt halt wirklich nur noch der letzte Shot gegen Saivu. Ah, und 20 Frags sprechen natürlich auch eine deutliche Sprache. Und das macht er nicht erst seit heute. Na, 22 sind es natürlich jetzt schon. So, soll mal wieder was Richtung Main sein? Und auch Vitality stellt sich immer relativ ähnlich aus, haben da aber eher nochmal einen Spieler Richtung Side stehen, als es NRP gemacht hat. Aber im Prinzip halt auch sehr schnell drei Spieler dann natürlich Richtung A. Und keinen im Z abgestellt. Res, kommt er noch weg? Nein. Der fackelt ab. Perfekter Molly Dot. So, und jetzt kommt aber auch der Go for Nip auf den Spot. Okay, fällt. Apex fällt. Und jetzt ist es nur noch RPK in Anführungszeichen. Aber der hat schon mal die heute ein 1 und 3 gemacht. Jetzt muss er 4 machen. Und noch 3. Also wie Nip steht, dürfen sie ihn da eigentlich wirklich nichts mehr gewähren lassen. Dennis dann. Ja, Forrest hat sich nochmal gezeigt in der Main, der stirbt, aber das war's dann auch. Mehr Schaden wird nicht verursacht. Und die Franzosen nehmen sich ein Päuschen. 12-7, aktueller Spielstand. Nip gerade sehr solide raufgekommen. Auf die A-Side. Bereiten das auch gut vor. First Track über Squeaky. Und dann reichen halt 2 Smokes und sie kommen da wirklich gut drauf. Und am Ende ist es halt RPK alleine. So, und damit Vitality nur noch eine. Nur noch eine Timeout verfügbar. Da sehen wir nochmal den Zugriff auf den Spot. Eigentlich spielt Nip das sogar relativ ähnlich zu Vitality. Probieren da auch immer mit den 2 separierenden Smokes den A-Spot erstmal zu kriegen, aber. Ja. Sie verlieren keine Spieler, bevor sie in die Afterplan kommen und gewinnen halt ihre Duelle dann auch. Das ist der kleine, aber feine Unterschied und ja. Vitality hat sich für den Faustball entschieden. So einfach kann es ja sein, ne? Wenn du die Duelle gewinnst, holst du die Runden. Ja. Regel Nummer 9, nehmen wir jetzt auf. Schieß doch einfach alles um. Ja. Was ist die Taktik? Headshots, alles klar. Wo geboostet mal am Squad, also das auch Element, was wir auf der Map bis jetzt noch nicht gesehen haben. Forrest allerdings auch in der Main hochgeboostet. Sollte da Vitality auf Infoplay gehen oder versuchen irgendwie einen First Track Richtung Main zu kriegen, dann wird Forrest da auf jeden Fall von hinten grüßen. So, mit Saibu nicht gerechnet. Schöner Spielzug der Franzosen. Aber der zweite ist ihm nicht vergönnt. Boah. Ja, was willst du gegen diesen wilden Forrest aktuell machen? So, das war's mit dem Force bei Vitality. Nächste Runde in der Eco. NIP schon auf 13. Und ich wiederhole, die haben nur noch eine Timeout, Vitality. Ja, sie haben wirklich schon... Die musst du jetzt wirklich perfekt einsetzen. Kein Geld. Dann haben wir die potenziell 14. Runde für NIP. Und dann brauchst du 9 Runden in Folge, um das ganze Match zu gewinnen. Oder 8, um es in die Overtime zu bringen. Und es ist dein Map-Pick. Und ein bekannter Spruch würde jetzt wie folgt lauten. Und so zerbröselt der Keks nun mal.
Filmzitat. Boah. Forrest, ne? Ich liebe diesen Kerl einfach. Ja. Für mich bester Spieler der Welt, wenn man die komplette Karriere betrachtet. Dass dieser Typ immer noch auf Top-Niveau mitspielen kann, nach all diesen Jahren, ist für mich wirklich einfach nur krass. Ja, und halt auch so komplett in allen Varianten. Selbst als AWP-Spieler zwischendurch. Ja. Boah. Ja, so kann es gehen. Die potenziell 14. Runde ist dann zu einer richtigen 14. Runde geworden. Und das doch sehr, sehr schnell. Da wollte man mal ein bisschen aggressiv am B gehen, aber Nip zieht das halt einfach ab. Und ja, gute Nacht. Nehmen Sie jetzt nochmal ein Timeout. Klar. Wäre auf jeden Fall der Zeitpunkt dafür. Kriegen aber nicht die coole Musik. Nee. Das heißt, es geht weiter. Genau. So, was willst du als Vitality jetzt hier gerade noch machen, um Nip aufzuhalten? Was ist der Gameplan des Knochen? Ja, im Prinzip müsstest du jetzt halt was Aggressives spielen, wirst du aber niemals tun, weil dir in so einer Runde natürlich die Eier fehlen. Also, woher soll die Confidence kommen, dass du halt deine Duelle gewinnst, weil du verlierst sie gerade alle. Das heißt, das Einzige, wie du gerade irgendwie funktionieren kannst, ist, wenn du mit drei Leuten gegen bestenfalls einen von Nip stehst und das an jeder Position gerade, damit du dir die alle einzeln rausfischst. So. Das ist, was du eigentlich versuchen müsstest. Gutes Positioning. Aber hier, ne, also die holen dir halt alle ein. Boah. Ey, dieses offensive Spiel wird halt auch so krass bestraft. Die holen dir halt alle einfach einzeln raus. So, das wollte ich die ganze Zeit sagen. Und Alex ist halt dann auch oben, komplett ohne Deckung am Heaven. Er nimmt zwar einen raus, aber das bringt überhaupt nichts. Nip smoked das Ganze jetzt ab, hat die Side, hat noch einen Molotow auf Tasche, Bombe kann gelegt werden. 2-3 Retake. Ja, und jetzt kann man sich bei Vitality entscheiden. Entweder man saved jetzt die Waffen, lässt Nip auf 15 rankommen, hat zumindest noch zwei Waffen jetzt hier. Aber man wird wenig Geld haben in der nächsten Runde. Oder man geht ran, man entscheidet sich aber hier schon definitiv, genau, die Waffen durchzubringen. Also, um es nochmal irgendwie rund zu machen, ne? Das Beste, was du eigentlich spielen könntest, ist halt irgendwo aggressiven Push, wo sie nicht mitrechnen. Sprich, Mitte gegenboosten, Mitte meinetwegen einnehmen, so wie es in der ersten Halbzeit, ne, mit Get Right, der Mitte eingenommen hat, hinter der Smoke. Ja, zum Beispiel. Main-Push, Tür-Push, irgendwie sowas. Aber du wirst es halt nicht ansagen, weil du einfach mit dem Rücken zur Wand stehst. So, und deswegen musst du halt einfach gucken, wo du gerade jetzt irgendwie die Leute von Nip einzeln rausziehen kannst. Sie haben ja auch ein paar schöne Elemente gemacht. Squad mal ein Türmchen gebaut. Saivu bekommt da ruhig ja auch mal einen schönen First-Track. Aber ja, was du gerade angesprochen hast, offensives Mittelspiel bei Nip auch sehr, sehr wenig. Sie haben es aber auch nicht so sehr gebraucht. Einmal in der Runde rausgeholt, Get Right mit wenig Impact, aber da haben sie zumindest einmal probiert. Ja. Aber von Vitality halt die gesamte CT-Seite überhaupt nicht. Und so ist es halt immer verschenkter Raum. Nip hat halt einfach viel mehr Ahnung, was Vitality spielt. Und das war der große Vorteil für sie in der ersten Halbzeit. Auch nachdem sie diese eine Eco hatten, wo sie nochmal auf A gegangen sind und danach in der Equip-Round dann auf dem B-Spot. Auch das war komplett gereadet von Nip. Die standen da mit vier Leuten. Also sie wussten halt genau Bescheid. Auch dieser Retake A immer wieder perfekt gespielt. So. Ja, ja, ey, sofort die Eröffnung. Smoke vorbei eigentlich. Ja. Wäre das jetzt nicht die letzte Runde, kannst du eigentlich sofort saven gehen. Sie werden es natürlich probieren. Mit allem, was sie da noch irgendwie haben. Aber das wird eigentlich Mission Impossible. Sie haben noch drei Smokes bei NIP. Sie haben noch Molotovs. Sie haben alles, was sie brauchen, um Vitality hier bloß weg vom Spot zu halten. Das heißt, sie werden gleich durch die Smokes pushen, was es natürlich nicht unbedingt einfacher macht. So, gute Nacht. NBK. Forrest setzt den Schlusspunkt. 16-7. Verdammt deutlich und ich denke, da sind wir uns einig. Verdammt verdient. So ist das. Und die Flügel der Biene sind ein wenig gestutzt worden. Mal gucken, wie das dann weitergeht auf Map Nummer 2. Dann der Map-Pip von Ninjas in Pyjamas. So sieht's aus. DE Overpass wird die nächste Map sein. NIP nicht die allzu hohe Winrate auf dieser Map, aber gute Ergebnisse gemacht. Hellraiser ist deutlich geschlagen.
und gegen Liquid 16-13 nur verloren. Und selbst da hat man das sehr, sehr gut gesehen, wie gut sie auf Overpass spielen können. Ja, und vor allem, wenn sie, du hast gerade gesehen, wie gut sie hier schon am Verschieben sind und sowas, das beherrschen sie auf Overpass noch besser. Also dieses Mittelspiel, gutes Timing und dann halt auch schnell verschieben auf die Spots, da sind sie einfach extrem stark und es wird ganz, ganz schwierig werden für die Franzosen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Also von daher lassen wir uns überraschen. Das, ja, diese erste Map wird euch jetzt natürlich gleich nochmal ein bisschen zusammengefasst von Grummel und Excuser. Da wollen wir natürlich auch reinhören. Ganz kurze Pause und dann geht's weiter in der Analyse. Bis gleich.